Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zum neuen Video. Wir haben jetzt gerade Donnerstagabend, etwa um 9:30 Uhr. Warum melde ich mich jetzt schon? Weil morgen am Freitag am Abend, am 5:30 Uhr, starte ich in Worben an einem Viererequipe Teamspringen für meinen Reitverein. Und da ich bis um 5 Uhr noch Schule habe und gerade direkt auf Worben werde fahren, habe ich heute schon meine Sachen bereit gemacht. Und ich zeige euch jetzt schnell, wie ich das gemacht habe, weil ins Auto kann ich leider noch nichts einladen, aber da meine Mutter direkt Lemmy mitnimmt und dass sie sicher nichts vergisst, habe ich ihr alles bereit gestellt. Als erstes habe ich hier, das ist mein Sattelschrank, also vor allen Schränken. Ich hätte es nur vor meinem selber, aber es ist halt ein wenig Platz. Hier unten da ist mein Kistchen mit Zäumchen, Gurt, Vorderzeug etc. In diesem Sack ist meine Schabracke. Hier sehen wir die Decke, die Halfter, der Sattel, die Putztasche, die Transportgamasche, hier ist das Futter und die zwei Zusatzfutter. Und hier haben wir einen Wasserkessel, den Hafenkessel zum Einladen. Da drinnen ist auch noch die Longe, wo man manchmal nicht einsteigt. Hier haben wir das Wasser und hier ist noch das Zusatzmittel, das es ihm geben sollte, bevor wir gehen. Dann sieht man leider schon fast nicht mehr, weil es schon relativ spät ist. Habe ich schon in die Auto einladen, meine Stiefel, meine neuen. Den Helm und die Tasche mit Rückenpanzer etc. Und hier oben sieht man gar nicht, ist mein Schacke, man sieht es so ein bisschen glitzern. Und meine Vereinsjacke ist auch noch dort. Nachher werde ich ja mit meinem Auto fahren und damit ich direkt zum Parkplatz ankomme, habe ich hier die Stiefelette und die Chaps. Und die weißen Sachen werde ich dir auch gerade direkt anlegen. Am Morgen und so in die Schule fahren. Hallo zusammen, wir haben jetzt bereits Freitag am späteren Nachmittag. Es ist gerade 4:45 Uhr. Ich war bis vorhin noch in der Schule. Und zwar, wie man hier sieht, schon in den weißen Sachen. Weil mir das einfach zu viel Stress war, noch irgendwo einen Gang anzulegen oder irgendwie Pausehangers anlegen und so, um noch Zeug mitzuschleifen. Weil da wir Prüfungsvorbereitung hatten, haben wir sonst genug Zeug dabei gehabt. Also man sieht sich den ganzen Tag in der weißen Sachen in die Schule gegangen. Ist eigentlich nicht so schlimm. Und jetzt bin ich auf dem Weg auf Worben und leider haben wir hier gerade so ein bisschen Stau, aber das ist eigentlich meistens so, also das ist auch eingerechnet. Und ja, es sind 2-3 Minuten, die man verliert und nicht viel mehr. Dann, sobald ich zu Worben bin, werde ich gerade meine Schuhe und Chaps anlegen, für den Barker zu schauen. Ich hoffe natürlich, es reicht, aber das sollte eigentlich schon. Und dann schauen wir noch ein, zwei Equipen, falls es keine Abmeldungen gegeben hat, weil das Wetter ist nicht so gut gemeldet für heute. Aber jetzt im Moment ein Tröpfchen leicht, aber es ist jetzt nicht schlimm Regen. Also gehen wir eigentlich davon aus, dass alle Equipen kommen. Und dann schauen wir noch ein, zwei und dann müssen wir die auch schon parat machen. Und dann Wahlmieten für dann zu starten. Heute reite ich Vierer-Equipe. Also das ist ein Team aus vier Reitern. Und die meisten Teams bilden sich einfach aus Reitvereinen, die sagen, sie möchten ein Team machen. Und dann frage ich die Reitvereinsmitglieder an, wie zum Beispiel auch bei mir im Reitverein. Ich bin schon letztes Jahr mitgeritten und dann haben sie mich das wieder gefragt und ich reite sehr, sehr gerne dort, weil es macht wirklich viel Spass, mal so halt in einer Sportart, die eigentlich mehr für dich selbst ist, mal im Team etwas zu erreichen. Zwar sind wir
war ja nicht wirklich gut, aber das kommt es sicher gut. Und das hat es noch andere Neuerungen in dieser Vierer-Equipe. Und zwar ist es neu jetzt Vierer-Equipe-Challenge. Und das heisst, dass wir eben zu Worben und Utzisdorf hat man zwei Qualifikationsplätze. Und die besten 15 Equipen können dann noch im Herbst an ein Finale gehen von diesen vier Equipen. Das heisst, man hat das nicht mehr nur einmal im Jahr, sondern dreimal im Jahr. Und dann gewöhnen sich trotzdem also sicher auch besser daran, als wenn sie das nur einmal im Jahr sehen mit dem Warteraum, wo sie drinnen müssen bleiben stehen und dann von dort müssen los und in die Parkour. Also das hat der Lemmy schon nicht so ganz gecheckt letztes Jahr. Und auch so gegen die anderen drei Ross dort zureiten und wieder davon weg und so. Und ich habe das Gefühl, also unser Reitverein ist schon gewillt, an beide Qualifikationsprüfungen zu gehen. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir für ein Finale qualifiziert sind. Und sie wollen eigentlich auch die gleichen vier immer reiten. Klar, das ist nicht immer möglich, wenn irgendjemand verletzt ist oder wenn er dann nicht kann, weil er sonst irgendetwas hat. Aber ich habe eigentlich vor, sicher beide Qualifikationsplätze und wenn es möglich ist, auch am Finale zu starten. Wir begrüßen ganz herzlich Equipe Nummer 16, Reitverein am Erland. Claudia Messer aus Lengnau und Lordi OS. Tamara Fabrius Sisselen mit Lemming. Jasmina Nemeth Kerzes mit Ricola du Vanel. Und Sandra Braun Mühlenberg und Nobel Dream Flusswiss. Jetzt kommen wir zu meinem Ritt in der Vierer-Equipe. Ich war die Startreiterin, weil der Limi ja oft Mühe hat mit dem ersten Sprung. Und ich deswegen gehofft habe, dass wenn ich ihn zurückrichte und alles ganz normal, dass er das mal etwas besser versteht, dass es anfängt. Vergleich, es ist natürlich sehr speziell mit feinen Rostorichen. Die anderen sind eher, sehen wir hier hinten im Warteraum. Dann habe ich dann angefangen. Schön alles dort hinten durch. Hier ist Sprung Nummer 1. Ist etwas gross, aber dann konnte ich gleich wenden. Hier auf Sprung Nummer 2 hat er mir etwas geklemmt und ist zugelaufen. Dann 3 war wieder besser. Dann eine scharfe Rechtswendung auf 4 war auch sehr gut. Dann bin ich hier vorne durch. Zum Sprung Nummer 5 hat er mir auch schön genommen. Dann hier beim 6 habe ich ihn leider schon auf dem Sprung wenden. Und durch das ist die Stange dann gefallen. Dann doppelt mir kurz gestockt für ich, aber schön wieder raus. Und dann und hier die Ablösung. Unsere Equipe hat dann am Schluss 8 Punkte gehabt. Und zwar waren wir nicht mehr klassiert, aber wir sind gleich sehr zufrieden, weil wir keine Revues hatten und sonst. Wir hatten nur 2 Stangen, eben ich eine und die dritte Reiterin noch eine. Und ja, also wir sind eigentlich sehr glücklich. Wir haben hier gar nicht erwartet, dass wir irgendwie etwas reissen werden. Wir sind einfach glücklich. Wir hatten keine Revues und Züchtungs- oder Stürze gehabt. Und sie alle eigentlich gut durchgekommen und haben sogar 2 Fehlerrunden können zeigen. Hallo zusammen. Wir haben mittlerweile Sonntagmorgen am 20.06 Uhr. Und ich fahre gerade nicht mit meinem Auto, sondern mit dem Auto von meiner Mami. Morgen an Gongur. Meine Mami und mein Bruder sind schon mit der Ross gefahren. Ich gehe jetzt noch eine Kollegin holen, die auch noch mit uns fährt, also einfach nur ohne Ross. Und ich fahre mit meiner Mami, die sie dann noch richtet. Und deswegen länger dort ist. Dann haben wir das so gemacht und mein Vater wird dann auf die zweite Prüfung auch noch kommen. Und da war, wenn ich so weit weg ist, sind wir jetzt einfach. Also sind wir dann am Schluss mit 3 Autos dort. Aber ja. Aber ich würde
ist beide gleiche Berufung. Und zwar, die erste, also es ist immer zweistufig, die erste ist 75-80 und die zweite 80-85. Wir starten beide mal in höherer Stufe und es ist, sind beide Prüfungen mit Wertung an mit zeitmässiger Idealzeit. Und da wir ja, also ich und der Lemmy, im Idealzeit immer relativ stark sind, also ja, es hat es eben nicht so viel gegeben, aber wenn man wenn es gegeben hat, sind wir eigentlich immer in den vorderen Rängen und deswegen ist das Ziel für heute eigentlich schon mindestens eine Klassierung, weil Fehler können immer passieren und deswegen, aber so eine Klassierung sollte eigentlich schon drinnen liegen, sage ich mal, aber Idealzeit ist immer klein, es kommt ein bisschen darauf an, wie der Barbubau gemessen hat, also wo durch oder auf dem Computerprogramm, wie sie es genau gerechnet haben und alles. Und da gibt es manchmal grosse Abweichungen, auch wenn man genau die Ideallinie noch reitet. Und deswegen, wir lassen uns überraschen. Wir sehen hier den ersten Umgang, den ich geritten bin. Hier lass mich zurückrichten, ging wie ging. Kurz tätscheln. Und dann geht's auch schon los. Im Aussengalopp. Aber dann lass mich wechseln, natürlich schön fliegt mit dem Galopp. Dann kommen wir hier zum Eis. Er hat kurz noch ein bisschen gezögert. Also habe ich ihn ein bisschen getrieben, weil es ist ja Idealzeit. Und eigentlich, wenn er schön durchläuft, bin ich sehr nah an der Idealzeit. Dadurch, wenn er so ein bisschen stockt, muss ich ein bisschen mehr vorwärts reiten. Dann hier jetzt 3, hat er schön genommen. Die Distanz hat nicht ganz gepasst, er ist mir ein bisschen drunter gelaufen um 4. Dann ist hier in der Länge linkswendig auf den Doppel gegangen. Da bin ich ein bisschen schräg reingekommen und dadurch hat er dann einen mehr reingemacht. Aber es hat keine Rolle gespielt, einer weiter, dann 6. Es war wieder sehr schön, gewesen. Dann ist sie hier umgegangen. Auf 7. hat er mir auch wunderschön genommen. 8. wieder sehr, sehr gute Distanz. Dann hat man hier eine lange Rechtswendung wieder da auf die letzte Linie. 9. und noch 10. Mit dem Ritt habe ich 2 Punkte gehabt, sprich etwas mehr als 2 Sekunden Abstand zur Idealzeit. Und wir konnten uns auf dem 8. Rang klassieren. Und eigentlich bin ich schon über das mega, mega glücklich gewesen, weil es ist jetzt gleich halt seit der Reglementsendung die erste Idealzeit normale B-Prüfung war. Und man hat dann gleich nicht gewusst, ob ich dort auch einfach so halt so noch an die Idealzeit kommen, wie wenn ich einen Green Jump reite. Zweiten Umgang kam. Und ja, die wir auf Instagram folgen, haben es schon gesehen. Den zweiten Umgang konnte Levi und ich gewinnen. Und da ich die Runde einfach wunderschön finde, möchte ich sie gar nicht kommentieren, sondern mit Originalton euch zeigen. Vor allem halt wegen den Emotionen am Schluss, vor allem von mir und von den anderen. Und der, also meine Mutter hat dann gerade meinen Bruder gefilmt, aber die hören mein Jubeln im Hintergrund und halt auf dem Bild ist einfach, das ist mein Bruder zu nennen. Aber ich wünsche euch jetzt viel Spass mit meinem Ritt.
Ich gehe vor, Marc. Super! Ich bitte nun Siegerpaar beim Ertönen der Musik das Feld auf rechte Hand auf eine Ehrenrunde anzuführen.